Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir mal wieder krasse TikToks, um herauszufinden, ob es eine Möglichkeit gibt, gratis an V-Bucks ranzukommen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Tragt auf korrekt meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein und schreibt mal in die Kommentare rein, was wir noch krasses mit TikToks machen können. Okay, Mini-Wannabe. Erstes TikTok. Was haben wir hier? Das war eine gratis V-Bucks Vending Machine. Als ob. Merkt euch den Code, Freunde. Was ist das hier? Der ist in einem geheimen Raum drin. Hier gibt es einen Tresor, der hat eine Keycard gefunden. Und jetzt? Mini-Wannabe, nein. Der findet doch jetzt nicht die Vending Machine. Oh mein Gott. Funktioniert das Ganze? Hä, es fängt wieder von neu an. Nein, ich weiß nicht, ob es geht. Wir müssen das live testen. Das war ja richtig krass. Okay, Freunde. Ich habe diese Map jetzt eingegeben. Es ist eine geheime 1 vs. 1 Map. Manzens 1 vs. 1 Map. Ja, here we go. Jetzt müssen wir noch 85 Sekunden warten, bis es losgeht. Oh no. Es geht los. 3, 2, 1. Let it rip. Let's fight an epic battle. Ich habe jetzt die ganze Zeit hier verbracht. So, wir nehmen uns ein paar Waffen mit. Ich weiß nicht warum. Gehen jetzt hier hinter diese Telefonzelle. Hier ist ein geheimer Knopf. Boom. Es funktioniert. Und jetzt? Oh nein, wir sollen seinen komischen Creator-Code eingeben. Das ist doch Cap, Alter. Warte mal, ich habe eine Idee. Das könnte richtig witzig werden. Und zwar geben wir nicht Manzen ein, sondern wir geben jetzt einfach mal Wannabe ein. Meint ihr, das funktioniert damit auch? Wer weiß. Puh. Hier wurde was aktiviert. Gefällt mir. Und jetzt? Drück mal die Keycard raus. Ich will da rein. Die Keycard bekommen. Let's go. Schnell rein. Da ist es. Der geheime V-Bucks-Automat. Ich werde jetzt reich werden, glaube ich. Mal gucken, ist der Cap oder so? Das sieht aus wie ein richtiger Automat. Warum bewegt sich das nicht? Egal. 3, 2, 1, go! Und ich lade einfach auf wie ein Behinderter. Keine Ahnung. Ist mir doch scheißegal. Ich hab das Ganze. Hab ich V-Bucks bekommen? Ey, das könnte wirklich funktionieren, oder? Passiert nichts. Vielleicht muss ich rausgehen oder so. Ich lade jetzt einfach wie ein Bekloppter auf. Mir doch egal. So, jetzt gehen wir raus. Ist nichts gekommen. Komm schon. Gib mir V-Bucks. Bitte. Geile V-Bucks. Wo seid ihr? Ey, ich glaube, da hat sich nichts verändert. Das sieht ja genauso aus wie vorher. Der hat mich verarscht. Das hat auf jeden Fall schon mal nicht funktioniert. Warum macht man sowas? So, Freunde, jetzt zeige ich euch einen Geheimtrick, wie ihr an 250.000 V-Bucks ankommt. Kapi. Und zwar gebt ihr einfach den Creator-Code Wannabe dafür ein. Und wartet ab. Boom. Und ihr kriegt 250.000 V-Bucks geschenkt. Hör auf, den Leuten Scheiße zu erzählen. Was? Wieso sagst du sowas? Ja gut, das war eigentlich nur Cap. Ich habe euch reingelegt. Okay, wieder so einen komischen Typen. 1,3 Millionen V-Bucks. Ich glaube, das höchste war jemals 1 Million, der ist gebannt worden. Was ist das? Wieso war da ein V-Buck? Und wieso lädt sich das auf? Ein einzelner V-Buck? Ein V-Buck? Zwei V-Buck? Zwei V-Bucks? Ich bin schon ganz verwirrt. Leute, wir gehen auf diese Seite auch drauf. Genauer gesagt, diese Kreativinsel. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ich weiß es nicht. Ihr auch nicht. Danach werden wir es auf jeden Fall wissen. Sehr gespannt darauf, ob wir jetzt gleich den geheimen V-Buck finden werden. Okay. In einem geheimen Raum. Was ist das hier? Schon wieder was mit Creator Code? More stuff coming soon. Oh mein Gott, Leute. Battle Pass. V-Bucks. XP. Soll ich das jetzt freischalten? Was ist das für eine crazy Map hier? Oder ist das Cap oder was? Wir verwandeln uns erstmal. Was ist denn das hier? More stuff coming soon. Was kommt denn doch rein? Okay, Battle Pass, V-Bucks oder XP. Was sollen wir machen, Freunde? Ich würde sagen, wir machen mal XP. Könnte ja sein. Okay. Irgendwas falsch gemacht? Irgendwas mit TikTok? Ich war doch schon auf TikTok. Ey, was erzählst du denn da für ein Quatsch, Alter? Soll ich jetzt einen Code eingeben oder was? Nee, nee, wir geben erstmal Wannabe ein. So, wie beim letzten Mal auch. Und jetzt? Geht auch nicht. Welche Überraschung. Ich habe nichts bekommen. V-Bucks? Geht das? Nein. Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da, hör mal. Das ist ja schon wieder scheiße gewesen. Jetzt. Find free V-Bucks Codes. Die sind anscheinend auf irgendeiner Map hier oder so versteckt. Das sieht ein bisschen aus wie ein Death Run, kann das sein? Ja, das sieht gar nicht so einfach aus. Ey, sag mir bitte nicht, wenn wir den Death Run schaffen, kriegen wir gratis V-Bucks. Hä? Was ist denn der Typ da? Ey, wenn das funktioniert, ne? Dass der da irgendwelche Codes versteckt hat. Da ist ein Code. Hä? Könnte das real sein? Was? Aber das macht doch gar keinen Sinn. Wenn er die Codes da versteckt hat, dann kann man die doch jetzt einfach eingeben. Hä? Oder heißt das, da gibt es neue? Ich würde sagen, wir gehen auf die Map drauf. Wir probieren das Ganze. Mal gucken, ob der da irgendwelche Codes versteckt hat. Ich glaube es nicht, aber wer weiß. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf, ob das funktioniert. Theoretisch könnte das funktionieren. Irgendwo auf der Map könnte jemand Codes versteckt haben, die vielleicht noch nicht benutzt worden sind. Wir müssen hier irgendwie gegen die Wand kommen. In den Rift rein. Aber wir müssen ein Emote machen oder so, war das? Boah, es geht. Das ist schon mal geil. Was sind das denn hier für Knöpfe? Muss eine andere Rift? Muss ich hier was drücken?
Gibt's viel zu viele Knöpfe, Bruder. Wie war das nochmal? Muss ich hier drauf? Nee, wie komme ich denn jetzt da hin? Müssen wir hier wieder rein? Oh, es geht. Es war schon mal kein Cap. Let's go. Jetzt muss ich nur noch diesen Death Run hier schaffen. Was schwieriger ist als gedacht, weil ich kacke bin in Death Runs. Ich kann das eigentlich. Eigentlich bin ich gut in Death Runs. Aufpassen. Und weiter. War denn der Weg eigentlich? Hat sich das einer gemerkt? Müssen wir jetzt hier irgendwie lang? Oh, keine Geheimfallen, bitte. Locker, der Typ capt uns hier. Ich sag's euch. Locker, der hat uns verarscht. Hier ist irgendwo eine Falle oder so. Und dann steht da so, it's a prank, bro. Ich kenn das doch. Echt Angst, dass hier irgendwo eine Falle ist oder so. Wait, you find it? Was habe ich denn gefunden, Bruder, hä? Hey, war's das schon? Das sind zwei Knöpfe. Und jetzt? Xbox-Code? PlayStation. Hat das falsch geschrieben? Egal, das ist der Code, Freunde. Probiert das gerne aus. Vielleicht funktioniert das Ganze. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir hier eine geheime Map gefunden mit Code. Könnte ja sein. Xbox-Code. Oh, wie lang ist der bitte? Tschüss, wie viele Zeichen? Probiert das Ganze selber aus. Gebt das Ganze ein. Vielleicht geht's. Vielleicht wurde das schon eingegeben. Keine Ahnung. Oder der Typ ist halt einfach ein total korrekter Typ. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal V-Bucks-Codes gefunden. Let's go. Okay, was haben wir hier? Rätsel die Welt, Freunde. Okay, damit kann man auf jeden Fall an V-Bucks rankommen. Ich glaube, das geht nur, wenn ihr euch das vorher gekauft habt. Aber ich weiß, ich habe hier auch schon mal, glaube ich, sogar über 1500 V-Bucks oder so bekommen. Oder 1000? Keine Ahnung. Ey, das müsst ihr auf jeden Fall mal testen. Bei dem hört das ja gar nicht mehr auf. Guckt euch das an. Wie viele bekommt der? Hä? Wir testen das Ganze, Freunde. Mal gucken, ob wir gratis V-Bucks kriegen. Das ist unsere letzte Chance. Ich bin so gespannt drauf, Freunde. Werden wir in Rette die Welt jetzt gratis V-Bucks bekommen oder nicht? Ich war lange nicht mehr drin. Kriegen direkt mein Geschenk. Was haben wir hier? Warum was Geiles? Was ist das denn? Rette die Welt Musik. Kacke. Jetzt aber. Gib mir V-Bucks und... Das ist ein Lama, Digga. Hä? Egal, es geht noch weiter. Fürs Einloggen kriegt man was. Guck mal da. Tag 168, 300 Stück. Wir sind aber Tag 156. Scheiße. Nein, war es das schon oder was? Bitte nicht. Noch irgendwas? Nee, doch nicht. Ja, gut. Auch hier kriegen wir leider wieder keine V-Bucks. LOL! Ey, guck mal, Mini-Wannabe. Selbst Glitch King hat sowas gemacht. Miss Cool Diggy. Was macht er denn jetzt da? Der verarscht jetzt, glaube ich, einen. Guck mal, es wurde ihm so heiß, dass er sogar schon seine Mütze ausgezogen hat. Was macht der da? Nein. Nee, warte mal, das ist voll die gute Idee. Wir könnten damit auch Leute verarschen, oder, Mini-Wannabe? Das ist eine geile Idee, kann das sein? Guck dir das an. Der Typ kommt nicht mehr raus. Wie geil ist das denn? Und ich weiß sogar, wo wir das Ganze machen können. Ich habe eine Idee, Freunde. Wir werden jetzt Zuschauer verarschen. Ja, ist mein Mikro so okay, angenehm zum Reden? Naja, das ist schon richtig tutti-frutti, wie so im Kundenservice bei Burger King. Hör zu, ich habe was richtig Krasses herausgefunden. Und zwar, gibt es einen Geheimtrick? Es ist so geil. Wir müssen jetzt gleich in diesen kleinen Tresor reingehen, ne? Wir brauchen einen Schlüssel, dann gehen wir da rein und ich zeig dir Geheimtrick, wie wir an V-Bucks rankommen. Was? Ja, das war krass, Alter. Ich schwöre auf alles. Oh mein Gott, wir brauchen unbedingt einen Schlüssel. Ja, hofft mal nicht, dass es eine Umarmung gibt. Die gibt es erst, wenn ich V-Bucks gleich habe. Twins ja wohl. Ich bin gespannt, welche V-Bucks. Aber wir müssen in einen ganz speziellen Tresor reinkommen. Und zwar ist der Tresor hier, der hier. Ah. Ja, ja. Das geht nur bei den anderen geht das nicht. Weil da kommt keiner mit runter, das ist ja noch besser. Guck mal, die kennen den Trick alle nicht, die Idioten. Ich dachte, hier kommen jetzt 30 Leute mit runter. Ich hab das bei TikTok gesehen. Das ist schon krass, dass hier gar keine landen. Bei mir landen da immer 10 oder einer sniped mich. Ja, das ist krass. So, kurze Sachen hier, wir müssen unbedingt einen Schlüssel finden. Übrigens, der Trick funktioniert nur zu zweit, du kannst das nicht alleine machen. Aber dafür wird man nicht gebannt, oder? Nein, natürlich nicht. Oh mein Gott, okay. Hoffentlich geht das noch. Guck mal, wir müssen jetzt hier aufmachen. Ich zeig dir jetzt den Trick. Und wenn wir den richtig ausführen, kriegen wir V-Bucks. Du musst jetzt in die linke Ecke gehen. Da, wo diese Fässer sind. Dahinter, stell dich mal dahin. Genau. So, und jetzt musst du dich 20 Mal drehen. Aber okay. Genau 20 Mal. Zähl mit am besten. Weil dann wissen wir nicht, wie viele das sind. Was, Bruder? 19, 20. Und jetzt musst du nochmal laut Hallo sagen. Hallo! Hast du V-Bucks bekommen? Ja, ich habe welche bekommen. Hast du welche? Wie viele? Warte, es sind genau 100. Dann sage ich dir jetzt die Wahrheit. Eigentlich wollte ich dich nur hier einbauen, damit du nicht mehr rauskommst. Ich kenne aber auch einen Glitch, wie man wieder rauskommt. Zeig mal. Was soll ich dir zeigen? Einfach Rift kaufen. Ah, das hat nicht funktioniert. Ja, Mann! Nein, der ist rausgekommen. Scheiße, ich wusste nicht, dass er Rift verkauft. IQ-Play. Scheiße. Das hat nicht funktioniert. So, jetzt sehen wir, wer der Stärkere ist hier. Nein, das will dir raus. Aber ich hab viele hier dabei. Nein. Zeig. Nein. Nein. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Aber war lustig, als du dich gedreht hast. Ich hab mich totgelacht.
Ja, mir war schon schwindelig. Was, Bruder? Okay, Mini-Wannabe, komm mal her, guck dir das an. Der Typ ist verrückt, der gibt einfach Codes ein und versucht, einfach so an Gratis-V-Bucks zu kommen. Ist das dein Ernst? Ja, das kann nicht klappen, oder? Er gibt sich eine Stunde lang Zeit, gibt irgendwelche Codes ein. Er braucht genau 16 Buchstaben oder Zahlen. Ey, das kann nicht klappen, oder? Mini-Wannabe, was sagst du dazu? Ey, der bricht das doch jetzt nicht, oder? Nein, es geht nicht. Oh mein Gott, guckt euch das an, der ist schon fertig. Wenn der mit einer random Nummer jetzt einfach gleich V-Bucks-Codes bekommt, dann drehe ich durch. Nein, es geht nicht. 5 Minuten hat er noch. Er hat jetzt einfach 55 Minuten falsche Codes eingegeben. Niemals, Digga. Oh mein Gott, das funktioniert, aber wie viel hast du bekommen? Hast du das gesehen? Hast du Lieblingszahlen? Ey, wir probieren das Ganze jetzt auch aus, bis wir V-Bucks kriegen. Gratis V-Bucks. Okay, Freunde, wir werden jetzt live testen, ob es möglich ist, an gratis V-Bucks ranzukommen, indem man einfach irgendwelche Random-Codes eingibt. Okay, jetzt Codes reinhauen. Ich hau jetzt irgendwas rein, Enter, und es ist nicht richtig, okay. Welche Überraschung. So, wir machen weiter und auch nicht richtig. Ey, ich sag euch, das kann jetzt so lange dauern, ne? Aber wir werden irgendwo an einen Punkt rankommen, wo das Ganze schallert wird, ich sag's euch. Ey, ich sag euch, das macht einen irgendwann irre. So, nächster Try. Komm schon, gib uns was. Es funktioniert. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Ihr seht es, es ist eingeloggt. Holy shit. Einfach crazy Codes eingeben und es klappt. Und jetzt? PC auswählen. Weiter. Wie viel sind das? 2800 V-Bucks? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ihr seht's. 785 vorher, 2800 jetzt, 3000 irgendwas danach. Bestätigen, ab die Fahrt. Du hast V-Bucks bekommen. Oh mein Gott. Okay, das Ganze war Cap, Leute. Ich schwör's euch. Ich habe einfach den Code eingegeben, den ich mir gekauft habe. Als ob man so viel Glück hat, dass man 16 Stellen eingibt und kriegt am Ende einen Code raus. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu, was weiß ich was, 10 Millionen oder so oder noch schlimmer. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir können das Ganze hier noch ein paar Mal testen. Aber weil ich euch gecapped habe, Freunde, werde ich irgendwo in diesem Video einen 2800 V-Bucks-Code verstecken. Und den könnt ihr dann eingeben. Ja gut, Leute, das hat irgendwie heute nicht ganz so funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob die einen Codes da gegangen sind oder nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben. Falls ihr noch geile Tricks kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Und falls ihr Bock drauf habt, diesen süßen Mini-Wannabe zu kaufen, dann geht einfach auf www.moodrush.de/wannabe und sichert ihn euch. Oder klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Video.